Jetzt rein da. Okay. Der Windtempel. Die legendäre Himmelsarche. Okay. Da sind wir ja jetzt schon. Ja, müsste ja die erste Dungeon sein, ne? Nehmen wir jetzt mal an. Oh nein, oh nein. Okay. Das war es also, was wir von außen in der Riesenwolke sehen konnten: die Himmelsarche aus dem Kinderlied. Ach, schau mal da. Nein, geh nicht da durch. Was? Ah, herzlichen Glückwunsch. Was sehe ich? Weiß nicht, ich sehe gerade nichts, aber gut. Das ist der Beweis, Link. Der Schneesturm, unter dem das Dorf so zu leiden hat, kommt von dort. Ach so, war dort nicht vor ein paar Augenblicken noch eine Gestalt zu sehen? Ah, komisch. Gerade hatte ich doch genau da jemand gesehen. Ich hätte schwören können. Was bildest du dir denn nur ein? Was haben wir denn jetzt hier? Untersuchen? Okay. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall schon mal hier hin teleportieren. Das ist schon mal gut. Aussichtslos. Die will nicht aufgehen. Aber ich wette, dass die Ursache für den Sturm dahinter verborgen ist. Ob es nicht irgendeinen Weg gibt, das Ding zu öffnen? Fragen über Fragen. Da! Hörst du? Schon wieder, dieses Geräusch. Geliebter Nachfahre. Die vor dir liegende Luke ist mit 5 weiteren Schlössern fest versiegelt. Nutze deine Mächte, um alle 5 zu öffnen, und der Eintritt sei dir gewährt. Ich weise dir den Weg. Diesmal habe ich es aber ganz genau gehört. Die Stimme ruft mich, ganz klar. Was immer auch das Dorf mit Stürmen piesagt, liegt unter dieser Luke. Und wenn die Stimme recht hat, öffnet die Luke sich, wenn wir die 5 übrigen Schlösser aufbekommen. Ich vertraue der Stimme. Wir sind schon so nah am Ziel. Komm, Link. Wäre doch gelacht, wenn wir die Schlösser nicht aufkriegen. Ja, du bist ein bisschen optimistisch, Tulin, muss man ja dazu sagen. Okay. Alles klar. Ja, jetzt müssen wir halt gucken, ne, mit dem Kälteschutz. Wir haben ja noch ein bisschen was in der Tasche. Sonst kommen wir jedenfalls gleich Probleme. Wenn wir es ja nicht schaffen in der Zeit. Ja, wo fangen wir an? Ich weiß es nicht. Komplett lost gerade. Keine Pfeile mehr. Ja, herzlichen Glückwunsch. Tja,
Habe ich schon die Hoffnung gehabt, dass wir jetzt hier einen Schritt weiterkommen. Das ist eine Truhe mit einem Opal. Gut, wir müssen mal eben an der Seite hier schauen. Denn ich kann mir vorstellen, auch nicht umsonst. Ja. Irgendwas müssen wir noch hier haben. Gerade sagen, ne? Pfeile wären halt echt mal richtig nice jetzt. Hm? Okay, lass mal liegen. Nee, da kommen wir auch nicht weiter. So, hier ist jetzt Nummer 1. Sieh nur, Link. Ist das für eins dieser Schlösser? Sieht fast aus wie ein Windrädchen. Aha. Ist gut, dass du das sagst. Yes. Hey Link, damit kriegen wir eins der Schlösser auf. Lass uns schnell auch die anderen vier finden. Jo, alles klar. Kann ja auch sprechen. Sehr gut. Nummer 1 haben wir also. Ah, ist die Tür da offen? Okay. Wo sind die Bomben? Ja. So. Alles klar. Erstmal in Sicherheit. Da reinlege, da bringt genau nichts, aber. Gut, wir gehen mal hier auf die andere Seite, ne? Kann ich eigentlich auch das hier mit der Fackel zum Beispiel? Wobei, mit der Fackel will ich es jetzt nicht kombinieren. Aber vielleicht hier mit so einem Stock hier oder so. Ja, nice.
Alles klar. Ach komm. Sagen, dass wir die zuerst mal platt machen. Noch mal öffnen. Ja. Ist denn, wenn ich jetzt einfach mal. Wobei, ah. Keine Ahnung, ob es was. Ah, dieses Spiel, ne? Ich liebe es. Yes. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal schauen. Da hinten ist noch eins. Vielleicht. Moment mal eben. Vielleicht reicht es ja auch aus, wenn ich jetzt hier nochmal so einen Eiszapfen da runterschieße. Damit wir so ein bisschen eine einfachere Hebelwirkung dann auch bekommen, ne? Ja. Servus. So, komm, mein Lieber. Lass knacken. Ja. So, dahinter ist noch einer. So, da. Bin ich da noch dran? Ach so. Ja, nice. Muss man aufpassen. Das ist jetzt schon, ich hab's ja vorhin schon mal gesagt, ne? So ein bisschen Mission Impossible mäßig. Jetzt trifft es ja voll und ganz zu, das Ganze. Jetzt ist nur noch eins übrig.
So, erst nochmal hier zur Truhe. Einfach auf gut Glück da wieder raus. Ich will noch mal versuchen, wenn wir da jetzt runtergehen, ne? So, Moment mal, ach, da drüben ist das. Ach so. Ah. Oh, sehr gut. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir es doch haben, oder? Was ist den Stein da liegen? Hör mal. Was sind wir denn hier? So, jetzt müssen wir mal schauen. Ja. Okay. Die Luft ist rein. Jetzt muss doch gleich irgendwann... was? Was? Tja. Kaum zu glauben, aber wir müssen es ja jetzt dann auch haben, nicht? Ich mach das schon, Link. Wenn jetzt noch Tulin entsprechend. Ja, Bock hat, ne? Geschafft, Link! Alle sind entriegelt! Das Tor auf dem Hauptdeck sollte nun offen sein! Gut gemacht. Sehr schön. Aber wir müssen doch jetzt auch gleich noch sicherlich irgendeinen Bosskampf hier noch verrichten, oder?
des Windtempels. Aus Gera. Bestimmt ist dieses Monstrum schuld am Sturm. Nein, überhaupt nicht. Stützen wir ihm die Flügel! Was für ein Wind! Lass dich nicht fortwehen, Link! Was ist das für ein Vieh, ey? Weiß ich gerade nicht wie. Ah doch, ich weiß wohl wie. Oder? Immer Wachsamkeit. Gewaltig, aber wir schaffen das ganz sicher. Ich finde, dass er so optimistisch ist, ne? Blöde ist, ich habe halt keine Pfeile mehr gleich, ne? Er kommt schon wieder von unten. Sind hier vielleicht auf den Plattformen irgendwie Pfeile? Ist auf jeden Fall schon mal ziemlich geil. So, Vorsicht. Ach so. Also nicht da rein. Ja. Bitte. Komm ihm nicht zu nah. Pfeile brauche ich. Pfeile. Also, vielleicht gehen wir jetzt erst nochmal runter und sammeln Pfeile. Bevor der gleich mit seinem Windstoß wieder um die Ecke kommt. Falls ich hier unten vielleicht noch irgendwas. Weil das Tor ist wieder zu, ne? Dann ist das natürlich Quatsch. Hatten wir sonst noch irgendwo etwas?
da vorne sind noch Kisten. Yes. So, mein Lieber, jetzt hast du ein Problem. Jetzt hast du ein Problem. Wie viele Fälle haben wir? 32. Ja, komm. Also, tu mir einen Gefallen. Nein, oh, der geht vorbei. Das ist doch ein Scherz, ist das. Habe ich hier noch? No, dann verabschiedet sich der Bogen, ne? Ja, ja, klar. Oh, Moment. Ja, gut. Was soll ich sagen, ne? So schwer war es prinzipiell jetzt nicht. Aber wie viele Versuche hat es mich jetzt gekostet? 4? 5? Naja. Was soll es dann sein, ne?
Tulin, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Deine Stimme. Dann hast du also immer zu uns gesprochen? Ich bin dein Ahne aus einer längst vergessenen Zeit. Ein Orni-Krieger im Dienste des ersten Königs von Hyrule und der Weise des Windes. Und ach, wie du den Feind mit des Windes Hilfe bezwangst. Ja, du bist wahrlich mein Erbe, der Ruhm der Orni. Das Sturmmonster, das ihr bezwangt, war ein Lakai des Dämonenkönigs. Es sollte dich von dem Kleinod fernhalten, das du vor kurzem berühren konntest. Dem Mysterienstein. Echt jetzt? Ja, deine Verwirrung ist nur zu verständlich. Darum höre nun meine Erzählung über den Versiegelungskrieg und die Bestimmung, die unserem Volke zuteil ward. Es geschah vor langer, langer Zeit. Hyrule war damals noch ein junges Königreich. Etwas abgrundtief Böses griff uns an, versessen darauf, das Reich zu zerstören. Der Dämonenkönig. Doch Rau, Hyrules erster König, versammelte 6 Krieger und stellte sich ihm entgegen. Damit dies gelingen sollte, überreichte er uns eine Gabe. Die Mysteriensteine, geheiligte Kleinodien, welche die Mächte ihrer Träger vervielfachen. Als Weiser des Windes erhielt auch ich einen solchen Stein und focht gemeinsam mit den anderen Weisen. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Seine Verteidigung war selbst für mich undurchdringlich, seine Magie unerschöpflich. Schließlich begriff König Rauru, dass kein Sieg über den Dämonenkönig möglich war. Er bannte den Dämonenkönig und endete so den Kampf, mit dem eigenen Leben als Preis. Das also war der Versiegelungskrieg. Sein Opfer war es, das uns das Leben schenkte. Später erhielt ich einen Besuch, bei dem uns Orni ein geheiligter Auftrag erteilt wurde. Es war eine der 6 Weisen, die Weise der Zeit. Das Siegel hält nicht ewig. Irgendwann kehrt das Böse zurück. Der Ritter Link wird sich ihm stellen. Doch er wird eine gewaltige Macht benötigen. Ihr müsst ihm helfen. Die Windkraft der Orni. Ich bitte euch, Link, damit zur Seite zu stehen. In diesem Augenblick waren alle Zweifel über unser Schicksal wie weggeblasen. Unser höchster Wunsch ist die Vernichtung des Dämonenkönigs. Der Weise des Windes wird neu erwachen, wenn der Dämonenkönig wiederkehrt. Das gelobe ich. Der Ritter wird auf die Unterstützung der Orni zählen können. Das war die Geschichte des Versiegelungskriegs und des Auftrags an unser Volk. Du hast das Dorf der Orni gerettet. Doch der Dämonenkönig bedroht weiterhin das Land. Tulin, geliebter Nachfahr, nimm meinen Mysterienstein entgegen und steh für das Gelübde ein, das ich der Weisen der Zeit gab. Kämpfe an Links Seite in den Schlachten, die eurer harren. Ich soll also zusammen mit Link gegen den Dämonenkönig kämpfen? Oh, Link! Das ist ja der totale Wahnsinn! Dass mich mein Ahne mit so einer Aufgabe betraut hat. Und dass ich dafür mit dir in den Kampf fliegen darf. Würde man nichts unternehmen, dann ginge die ganze Welt den Bach runter.
Das könnt ihr gleich vergessen. Ich bin mehr als bereit. Her mit dem Mysterienstein! Mit dem Ring da kannst du jederzeit meine Macht herbeirufen, verstanden? Verstanden. Und jetzt ab nach Hause, mein Papa wird staunen. Ja, Tulin ist schon cool, ne? Muss man einfach mal sagen. Sagen, kommt da noch was oder? Hm. Oho. Was ist denn eigentlich mit dem Titan passiert, der da oben drauf gestanden hat? Frage ich mich an der Stelle. Oh? Ihr habt es wirklich geschafft? Genau, weil einer für den anderen gekämpft hat. Zwei echte Kameraden. Hm. Wirklich beachtlich. Unglaublich, dass es die Himmelsarche aus dem Lied wirklich gibt. Finde ich auch. Stellt euch nur vor, wie überrascht ich war. Oh. Tulin, du hast dich mehr als bewiesen. Oh. Aber Papa... Der Bogen da, der war dir doch immer so lieb und teuer. Den willst du mir schenken? Mhm. Schon immer. Ich wollte ihn dir überreichen, sobald du das richtige Alter erreichst, um ein Krieger zu werden. Papa. Danke. Ich werde dir mit ihm beweisen, dass ich wirklich ein echter Krieger geworden bin.
Wehe, wenn nicht du. Aber Link, die Frau, die uns mein Ahne gezeigt hat, die sah doch aus wie Prinzessin Zelda, oder nicht? Ich frage mich ja, ob das die echte Prinzessin war, ja? Frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Andererseits, wir haben in die ferne Vergangenheit geblickt. Hm. Wir wissen echt viel zu wenig. Aha. Nun gut. Die Gestalt, die wir auf der Himmelsarche gesehen haben, lässt mich nicht los. Also werde ich versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Und bald wieder, ja? Dann werde ich dir sicher auch Neues über Prinzessin Zelda verraten können. Und denk immer dran, mit meiner Macht als Weiser werden du und ich nun immer zusammenreisen. Schwur von Tulin, Weiser des Windes. Zeichen des Paktes mit Tulin, dem Weisen des Windes. Rufe damit den Geist von Tulin herbei und oder entlasse ihn. Gut. Das heißt, dann können wir auch natürlich seine Fähigkeit entsprechend, ja, weiterhin nutzen. Schön, schön. So, kannst du in deiner Tasche unter Wichtiges aktivieren? In der Tasche? Da. Aber... Hä? Lassen? Herbeirufen. Ja, keine Ahnung. Müssen wir nachher nochmal uns genauer anschauen, das Thema. Ich habe ja gerade eben noch da aus der... Ja, aus der Ferne habe ich ja noch... Weiß nicht, also mindestens einen Turm habe ich gesehen. Wenn nicht sogar noch zwei. Würde ich vielleicht jetzt nochmal eben kurz angehen. Und dann, ja... Würde ich vielleicht auch schon... vielleicht zu einem Ende kommen. Was ist jetzt? Mit der Macht des Schwurs kannst du jetzt Tulins Geist zu Hilfe rufen. Er ist aber doch nicht immer bei uns dann, solange wir ihn jetzt dann auch entsprechend, ja, herbei beschwören. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ich hab den doch in einem Turm, ne? Irgendwo da in der Richtung gesehen. Da ist einer. Ich meine auch da vorne irgendwo. Da ist doch einer. Ist natürlich die Frage, kommen wir da jetzt hin? Das Gute ist ja, wir können uns ja noch mal ein bisschen rüberschieben lassen, sonst zur Not. Ja, ist schon praktisch, ne? Jetzt hat das Ganze sich halt ein bisschen gewendet, ne? Im Vergleich zu vorher. Wo wir ja mit Rivalis Sturm nach unten, nach oben konnten. Ist natürlich auch schon wirklich... Ja, wirklich sehr häufig hilfreich war. Also wirklich, wirklich häufig. Also ich weiß nicht, wie ich euch dabei geht, aber ich finde diese Animation dann jedes Mal hier, das ist schon geil. Das ist schon ziemlich gut gemacht. Tabanter Schneefeld.
Warum ist nochmal Labyrinth? Ist denn das jetzt, Moment mal, ist das Labyrinth jetzt oben? Kurz mal schauen, ne, da unten ist eins. Und da oben ist aber auch nochmal eins. Interessant. Interessant. Aber hier könnten wir wieder gleiten. Mit dem Vogel. Okay. Mal schauen, wo ist denn da vorne die Träne? Sind die alle gefüllt, ne? Sind da eine nicht gefüllt? Vielleicht müssen wir irgendwie näher dran. Plötzlich kommt da eine Wolke daher. Sind die dann natürlich auch wieder leer, wenn wir jetzt nah dran kommen? Da ist sie doch. Endlich halte ich ihn in meiner Hand. Seine Kraft in meinem Innern.
Sonja! Du kommst zu spät, Raoul. Eure Macht gehört nun mir. Ihr hattet kein Recht, sie mir zu verwehren. Vom heutigen Tag an ist dieses Geschenk der Götter mein eigen. Und dein armes Weib, sie wurde zum Opfer deines Stolzes. Dein Glaube, mich unterwerfen zu können, war der erste Schritt in deinem Untergang. Ganondorf! Eure Gemahlin braucht euch. Also Ganondorf, also also wie ich finde, hat man den nochmal richtig, richtig gut getroffen. Also so vom Style her. Also ist schon nicht schlecht, muss ich ja sagen. Ja, meine Lieben, ich habe es ja vorhin schon kurz angekündigt. Da vorne ist noch ein Schrein. Ja? Das machen wir aber nicht mehr heute. Ich habe ja eben schon gesagt, dass wir jetzt gleich langsam zu einem Ende kommen. Und mit dem Einspieler von gerade eben, glaube ich, könnten wir kaum zu einem besseren Ende für den heutigen Stream finden. Sind jetzt knapp, sind schon über 10 Stunden drauf. Jetzt keine 10 Stunden, ich habe zwischendurch Pause gemacht. Also lass es vielleicht 9 oder so sein, knapp über 9 Stunden. Haben schon den ersten Boss tatsächlich hier gelegt. Haben jetzt erstmal 3 weitere, die wir noch aufsuchen müssen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir noch irgendwie auf mehrere, also noch mehr Bosse treffen. Ich meine mich zu erinnern, dass wir ja auf diesem, zu Beginn quasi des Spiels an dieser Tafel, ich meine mich zu erinnern, waren da 6 oder 7 Tränen. Wenn wir quasi jetzt für jeden Boss, den wir irgendwie liegen, eine Träne oder so bekommen. Oder halt unsere, Freunde und Bekannte, die wir hier so mit uns haben. Bin ich mal gespannt, wie viel wir tatsächlich hier noch zu sehen bekommen. Also gerade was eben Bosse angeht. Auch so, ich habe es ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, das Spiel, die ganz neuen Mechaniken, die da mit eingebaut wurden, die sind einfach, ist einfach so unfassbar gut. Einfach so unfassbar gut. Und was ich nicht gedacht hätte, müssen wir schauen, ich glaube, kann es sein, dass da vorne eine Fee ist? Boah. Auch direkt mal markieren, das machen wir dann morgen früh alles, ne? Worauf ich hinaus wollte, was auch ziemlich gut ist, ist die Performance. Also, das ist, wie gesagt, schon ziemlich gut. Man hat eben gesehen, an vielen Ecken und Enden, gerade wenn wir dann auch in so einem Bosskampf sind und ganz viele Teile irgendwie rumfliegen, dann kommt die Switch schon an ihre Grenzen. Aber ich habe eigentlich schon gerechnet, dass wenn wir allein hier draußen uns bewegen, wenn man mal überlegt, dass wir jetzt ja oberhalb von uns ganz viel haben plötzlich, was sich da befindet, wo wir hin können. Es sind jede Menge Höhlen offensichtlich, ja, wo wir schon einen kleinen Teil von sehen konnten. Habe ich gedacht, dass das Spiel wahrscheinlich irgendwie alle paar Minuten zusammenbricht. Ist zum Glück nicht der Fall, ja. Und es macht einfach so unfassbar Bock, dieses Spiel zu spielen. Ich komme da nicht drauf klar, Leute. Ich komme da einfach nicht drauf klar. Ja. Meine Lieben, das war es jetzt erstmal von meiner Seite.